Please chant along. Thank you.
Bhavati Tava Jananam Kalo Najanati Tava Samapanam Drushto Maya Tava Mahakaraha Yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Kala. Keep your attention between your eyebrows, keep your eyes closed and keep your attention between your eyebrows. Slightly upturned face. Fabi.
Nimm dir Zeit, nimm dir Zeit und langsam, sehr langsam, öffne bitte deine Augen. Willkommen und Segen zum Guru Purnima. Es ist wundervoll, wo auch immer ihr seid in der Welt. Ich weiß, dass diejenigen von euch, die in Europa und England sind, ihr steht früher morgen auf, die hier in den Vereinigten Staaten sind. Wir haben sie in der heißen Sonne frittiert in den letzten 2 Tagen. Und jetzt haben wir sie abgekühlt mit einer großen Dusche. Nun, eine große Dusche, jeder ist nass und kühl. Die letzten 2 Tage wurden sie geröstet in der Sonne. Schau, die Umgebung ist perfekt. Dieser Mond, dieser Juli-Vollmond. Macht etwas mit der Audio, ansonsten kommt näher. Ansonsten wird der Rest der Welt denken, worüber reden die Amerikaner da? Also dieser Vollmond ist der Supermond des Jahres. An diesem Tag ist der Mond ungefähr 18.000 Meilen näher an der Erde als jeder andere Vollmond im Jahr.
Das bedeutet also, dass die Gravitationskraft des Mondes besser an dir arbeitet als sonst. Diejenigen von euch, die es fernhalten wollen mit Regenschirm, das macht keinen Unterschied, es funktioniert auch durch den Regenschirm. Ich mache nur Witze. Also, was ist die Bedeutung, dass wenn der Mond näher ist, was ist der große Unterschied? Der große Unterschied ist, dass heute die Gezeiten größer sind als sonst irgendwann in den 12 Monaten in dem Jahr, weil der Mond so nah ist. Werden die Flüssigkeiten der Erde aufsteigen? Wenn du nicht weißt, ich bin mir sicher, dass du es weißt. Jemand wurde erleuchtet da hinten, ja? Schau, die Menschen kamen und saßen in der ersten Reihe und dachten, das würde ihnen passieren. Aber es geschah da hinten. Weißt du, diejenigen, die Letzten werden als Erstes stehen. Aber die Leute hier stehen als Letztes, weil dort ein großer Baum ist. Über alles, was aufsteigen kann, wird auf dieser Nacht steigen. Es ist mein Wunsch und mein Segen, dass du es nicht verfehlen solltest. Du musst auch steigen. Wenn der Ozean steigt, wenn Millionen von Tonnen von Wasser hochgehen will, wegen der Gravitationskraft des Mondes, glaubst du dann, dass die Flüssigkeiten in deinem Körper sich nicht aufsteigen lassen? Wenn ich sage Flüssigkeiten, es geht nicht nur um Blut. Fast alles in diesem Körper, den Mechanismus des Körpers, die Nährung dieses Körpers, die verschiedenen Erfahrungen des Körpers, werden von Sekretionen von Drüsen gesteuert. Wenn der Mond also so nah ist und er voll ist, steigen alle von ihnen an, wenn du dich in der richtigen Einstellung hältst, werden die richtigen Dinge steigen. Wenn du in dieser Nacht in Hass, Wut bist, dann werden diese Dinge steigen. Was soll ich machen? Es bin nicht ich, das ist der Mond. Aber wenn du meditativ bleibst, Freude, Frieden, Liebe, wird das aufsteigen. Deswegen der Satsang, so dass zumindest für die paar Stunden du wohl bleibst und die richtigen Dinge in dir aufsteigen. Denn darum geht es im Leben. Was für Dinge in dir aufsteigen? Welche Dinge in dir die Höhe steigen? Wird es deine Wut sein, Frustration, Reue oder Frieden, Glückseligkeit, Liebe? Was wird in dir aufsteigen? Von dem wird die Qualität des menschlichen Lebens bestimmt. Alles, was du bist, ist das, was in dir aufsteigt. Es ist in Ordnung. Das heißt Erleuchtung. Es geschieht immer mit einem Knall. Diejenigen von euch, die Regenschirme halten mit Metallstielen, bitte legt sie ab. Jeder von euch, diejenigen von euch, die Regenschirme mit Metallstäben habt, bitte bringt sie runter. Es ist in Ordnung, wenn ihr nass werdet. Ihr seid gut geerdet. Also selbst wenn dich der Blitz schlägt, wird er einfach durch dich hindurchgehen. Wirklich. Isoliere dich nicht von der Erde, dann bleibt es mit dir. Wenn jemand sehr nervös ist, dann könnt ihr irgendwo anders hingehen. Aber ihr müsst es nicht. Ein Menschenwesen ist eine Kombination von verschiedenen Formen, von Zwängen und Bewusstsein.
Zwänge sind von den Überlebensinstinkten, reproduktive Instinkte, die das Überleben der Rasse repräsentieren, psychologisch und emotionales Überleben, soziale und finanzielles Überleben. Und wenn du andere Dinge erfunden hast, dann andere Dinge. Alle von ihnen zusammen sind ein Leben für die meisten Menschen. Die meisten Menschen werden noch nicht mal kommen dem Bewusstsein nahe. Nicht, weil es weit weg ist. Nicht, weil Bewusstsein eine schwierige Sache ist. Es ist einfach nur das, obwohl es der lebendigste Aspekt deiner Existenz ist, siehst du es nicht. Wenn du nicht bewusst bist, wirst du es nicht mal fühlen. Es ist wie Luft. Du siehst es nicht. Wenn du nicht bewusst bist, weißt du nicht einmal, dass du atmest. Wie viele Menschen auf diesem Planeten? In 24 Stunden, zumindest für 5 bis 10 Minuten, sind sie bewusst, dass sie atmen. Außer sie sind asthmatisch. Außer es gibt eine Schwierigkeit im Atmen, werden sie es nicht bemerken. Obwohl es der lebendigste Aspekt ist, wenn du es für 2 Minuten anhältst, bist du weg. Aber immer noch nein. Bewusstsein ist selbst lebendiger oder lebenswichtiger als die Luft, die du atmest. Es ist selbst falsch zu sagen, als Bewusstsein als es zu bezeichnen, weil es du bist. Es ist nicht etwas anderes als du. Nun, es ist nicht dein Körper. Es ist nicht dein Gedankenprozess. Es ist nicht deine Emotion. Es ist nie die Arrangements, die du gemacht hast. Es ist du. Der hier. Denn es ist die offensichtlichste, aber zur gleichen Zeit, es scheint die illusivste Sache zu sein. Es ist nicht illusiv. Es ist einfach nur das, wenn du in den Süden, in den Osten siehst, siehst du nicht den Westen. Wenn du in den Westen siehst, siehst du nicht den Osten, weil du einfach in die falsche Richtung schaust. Deine Zeit und Energie ist in eine andere Richtung investiert. Es sieht aus, als ob es weit weg wäre. Mehr Menschen werden erleuchtet. Ich würde mir wünschen, dass die Blitze von hier unten nach oben gehen würden. Es kommt. Also ein Guru kommt auf, weil die meisten Menschen nicht sehen, was nicht nur vor ihren Augen ist, sondern auch was in ihren Augen ist, können sie nicht sehen. Einfach, weil sie komplett investiert sind in eine falsche Richtung, in eine andere Richtung. Wie ich sagte, verschiedene Stufen des Überlebens, was noch weiter kompliziert wird durch soziale Prozesse, wo Menschen eingetaucht sind in ihre Überlebensprozesse, für immer und wann immer. Und es gibt viele Wege, sterben, um zu leben. Die meisten Menschen sterben, um zu leben. Nein, du musst leben und eines Tages sterben. Du musst nicht sterben, zu leben. Aber wenn du dir immer Sorgen machst über deinen Überlebensprozess, was wird mit mir passieren, werde ich besser sein als jemand anderes, dann ist dein ganzes Leben ein Überlebensprozess. Und Überleben ist wichtig. Ich sage nicht, dass du dich darum nicht kümmern solltest. Nur wenn du überlebst, werden all die anderen Möglichkeiten aufsteigen. Aber Überleben bedeutet nicht, besser zu sein als jemand anderes. Überleben bedeutet, du hältst dieses Leben gut.
Das braucht nicht viel, glaub mir. Es ist nur, wenn du besser sein willst als jemand anderes. Dann braucht es ein ganzes Leben. Also ein Guru ist nicht hier, um eine Philosophie zu weben oder um eine neue Religion zu starten. Der spirituelle Prozess bedeutet Leben und tieferes Leben. Ein Guru ist wie eine Tür. Wenn du dir die Tür anschaust aus der Entfernung und wenn du dahin gehen willst, eigentlich willst du da durchgehen, aber von der Entfernung ist die Tür selbst das Ziel. Also wenn du weit weg bist, ist dein Guru dein Ziel. Wie, weißt du, die meisten Nationen haben das nicht, aber in Indien gibt es ein Tor von Indien. Nicht jeder geht durch dieses Tor. Versteht das nicht falsch. Nicht jeder, der nach Indien geht, geht durch dieses Tor. Es ist ein Monument. Es ist ein Tor. Also wenn das der einzige Einweg wäre, dann würde ich mir das Tor als mein Ziel anschauen. Also in diesem Sinne ist der Guru ein Ziel. Es geht nicht darum, weit weg zu sein im Sinne des Körperlichen. Es ist nicht die Entfernung in Kilometern. Es ist, wenn du investiert bist in etwas, dann bist du weit weg. Investiert in eine Traumwelt von sozialen, psychologischen, emotionalen Welten, dann ist die Arbeit des Gurus, dich in die Welt des Schöpfers zu bringen, weil du deine eigene Welt erschaffen hast. Du hast angefangen, deine eigene Welt zu schaffen in deinem Verstand und angefangen, dort zu leben. Dann ist die Arbeit des Gurus, dich in die Welt des Schöpfers zu bringen, oder wenn du das nicht verstehst, in Gottes eigene Welt zu bringen. Also, was soll ich machen, um in die Welt des Schöpfers zu gelangen? Du musst nichts machen, du bist schon da. Du musst nur einfach dort ankommen. Du musst anfangen, bewusst zu atmen. Dein Herz sollte bewusst schlagen. Du musst, jeder Puls in deinem Körper muss bewusst geschehen. Und vor allem, Bewusstsein, was die Quelle von dem ist, was du bist, sollte das Vorderende sein von deinem Leben. Jetzt bist du 25 bis 30 bist, ist wahrscheinlich der Körper das Vorderende deines Körpers. Deswegen, vor allem in Amerika, ist das eine Gewohnheit. Die Menschen kommen und sagen mir, Sadhguru, ich habe das, das und das gemacht. Wieso machst du sowas Dummes gemacht? Sadhguru, ich war einfach nur 18. Oh, ich wusste nicht, dass du mit 18 dumm sein solltest. Und langsam wirst du älter. Und kurz bevor du stirbst, bist du wirklich schlau. Das ist dumm, glaub mir. Du musst früh schlau werden, das ist sehr wichtig. Das ist einfach, weil du dich in Dinge investierst, die du schaffst. Involviert mit dem Leben zu sein, ist nicht das Problem. Aber wenn ich sage, investiert zu sein, du wirst identifiziert mit Dingen, die du schaffst. Sobald du identifiziert bist, die du geschaffen hast, dann ist die ganze fantastische Schöpfung, die hier ist, für die kein Vergleich ist nirgendwo, weil es nirgendwo anders gibt. Das ist es. Aber du wirst es komplett verfehlen, denn deine Gedanken, deine Emotionen, deine Ideen, deine Philosophien, deine Glaubenssysteme oder dein Telefonbildschirm werden dich beschäftigt halten. Du wirst die Wirklichkeit nie für das sehen, was sie ist. Also die Arbeit eines Gurus ist mittelmäßig, sehr mittelmäßig. Um zu sehen, dich sehen zu lassen, was immer da ist. Es ist nicht, als ob auf einmal ein
Sternschnuppe geschehen ist. Schau, schau, schau. Nicht so. Es ist immer da. Wieso sehen es die Idioten nicht? Das ist die große Frage. Warum sehen sie es nicht, was immer da ist? Nun, weißt du, es gibt eine Geschichte davon. Ihr habt eine gewisse Pedigree für Ignoranz. Because, you know, it happened in Ignoranz, weil es in Mahabharat geschehen ist. Krishna, dieser Arjuna hat Krishna gefragt, was ist diese Natur der Wahrheit, über die du sprichst? Wo ist sie? Es ist hier, es ist dort, wo ist sie? Also Krishna lachte und sagte, in einem Kriegsgebiet. Er lachte und sagte, die ultimative Wahrheit über dein Leben ist an der Spitze deiner Nase. Also jetzt eine Menge Menschen haben sich angefangen, an die Spitze ihrer Nase zu fokussieren. Und wenn du dich fokussierst auf die Spitze deiner Nase, innerhalb von 3 Minuten wirst du einen starken Kopfschmerzen haben. Wenn du Chinesisch bist oder Japanisch, dann wirst du es in 1 Minute haben. Er sagt dir, es ist die offensichtlichste Sache. Er sagt nicht, dass die Wahrheit auf deiner Nase sitzt. Es ist die offensichtlichste Sache. Es ist genau hier. Wenn es da wäre, könnten wir dahinter herrennen. Wir hätten rennen können in diese Richtung und es gefunden. Aber es ist genau hier, immer. Innen und außen, die gleiche Sache. Also dahin zu zeigen, obwohl es so einfach ist, machen die Menschen es so komplex. Nun, obwohl es auch eine Tradition von Menschen gibt. Schau, tote Gurus sind gute Gurus. Hallo? Ja oder nein? Nein. Denn wenn du einen toten Guru findest, kannst du ihn drehen. Du kannst ihn so machen, wie du willst. Sehr nett und süß. Nicht nur das, du kannst Bilder von ihm malen, wie er auf Wasser geht oder in der Luft schwebt, Astralreisen in den Wolken. Es geschieht über. Es braucht nur 200-300 Jahre. Danach werden alle möglichen Wunder geschehen. Aber ich sage dir, ich bin ein sehr gewöhnlicher Guru, ein sehr gewöhnliches Wesen. Und immer bewusst, um zu machen, dass niemals jemand mich als besonders wahrnimmt. Das bedeutet, ein bisschen gewöhnlicher als die meisten Menschen, immer bewusst so zu sein. Deswegen mögen einige Menschen denken, dass ich außergewöhnlich bin, aber das ist ihre Weise, das zu schauen. Aber ich bin sehr gewöhnlich, mehr gewöhnlich als die meisten Menschen. Ich versuche nie besonders zu sein. Warum ich dir das sage, ist, besonders zu sein, besonders zu handeln, bedeutet, dass der Schöpfer auf eine Weise einen Fehler mit dir gemacht hat. Du musst extra agieren. Du musst, habt ihr das gehört? Sie fragen nach Lautstärke. Du musst etwas dazu tun. Zumindest ein Heiligenschein. Habe ich einen? Hallo? Sie haben heute keinen hinzugefügt. Etwas extra. Du brauchst nichts extra. Das Leben ist vollständig gekommen. Vollkommen, vollständig. Jedes Leben. Wenn es um physische Stärke geht, was eine Person tut, mag eine andere Person nicht fähig sein zu tun.
Wenn es um intellektuelle Fähigkeiten geht, was eine Person macht, mag vielleicht eine andere Person nicht fähig sein. Aber wenn es um den Lebensprozess geht, ist jeder vollkommen gekommen. Wenn wir über den spirituellen Prozess gekommen sind, dann ist jeder mit der gleichen Möglichkeit gekommen. Es ist nur, dass einige mögen vielleicht besser orientiert zu sein und deswegen finden sie vielleicht schneller Resultate. Oder es mag vielleicht einfach das sein. Einige Menschen versuchen, vom Guru zu lernen. Sie können weiterhin lernen. Es wird Leben dauern, wie ich schon sagte. In diesem Leben, wenn ich lange genug lebe und mein Bestes tue, diese Besten heißen 7 Tage die Woche. Wenn ich all das mache, wahrscheinlich werde ich 2% von dem teilen, was ich wahrgenommen habe. Wenn ich 2% mache, war das großartig. Also wenn du lernst, es ist ein langer Prozess. Einige kommen näher und schließen einfach den Guru ein. Deswegen haben sie Annehmlichkeit der Erfahrung. Sie leben fröhlich und glückselig, egal was in der physischen Situation in ihrem Leben geschieht, weil sie die Gnade berührt haben. Aber eine andere Weise ist, jemand anderes kommt und löst sich einfach darin ein. Denn ein bisschen tiefer ist der Guru wie Säure. Ja, immer auf Acid, auf Säure. Das kannst du sehen. Du kannst dich einfach darin auflösen. Wenn dein Herz für deinen Guru schlägt oder dein Atem sich wie dein Guru anfühlt oder dein Guru sich wie deine Befreiung anfühlt, das ist alles, das liegt alles an dir. Ein Guru kann dein Atem sein, dein Herzschlag oder deine Befreiung. Es ist deine Wahl. Bestimmte Sachen kannst du genießen. Bestimmte Sachen, die Natur von ihnen ist. Du wirst Teil von etwas anderem. Es gibt niemanden, um es zu genießen. Aber es ist einfach so. Also, wie geht man an einen Guru heran? Wie ich sagte, du kannst lernen, von einer Distanz dich zu verbeugen. Du kannst lernen, ihn einzuschließen. Oder du kannst dich auflösen. Heute ist Guru Purnima, es ist deine Wahl. Welche Wahl auch immer du machst, ich bin mit dir. Ich bestehe mich auf diese Weise oder die Weise. Wie ich sagte, ich bin nicht hier, um Philosophien zu weben, neue Ideologien zu schaffen, eine neue Religion zu schaffen. Nein. Eine starke Atmosphäre zu schaffen, bevor ich gehe. Große Räume der Säure zu schaffen, wo Menschen einfach kommen können und sich auflösen können und Teil davon werden können. Ich weiß, Säure ist ein negatives Wort. Ich kann ein Lösemittel sagen. Aber weißt du, ich bin ein bisschen engagiert, negative Terme zu benutzen, immer. Denn wenn ich sage, positive Terme benutze, dann werden die Menschen ihre Halluzinationen wegrennen. Weil Menschen von ihrer frühen Kindheit in den meisten Kulturen wurden sie an Himmel und Engeln oder ein Guru oder ein Weiser, wird er immer in der Luft gehen, niemals auf dem Boden. Unfassbare Dinge. Ich habe dir immer gesagt von dem Weisen, der nicht scheißen geht. Nichts wie das. Einfach gewöhnlich, sehr gewöhnlich. Gewöhnlicher als die meisten Menschen. Er hat in der 100 Tage
Rette den Bodenbewegung. Ich habe es den ganzen Menschen gesagt, die viele Minister und Führer und die Menschen fragten mich, Sadhguru, wie weißt du das, wie weißt du dies? Ich sagte, schau, ich bin nur ein Wurm. Ich kann nicht alles intellektualisieren, aber ich kann dir sagen, so funktioniert es, weil ich ein Wurm bin. Normalerweise nennst du einen Wurm, wenn du denkst, dass die tiefste der tiefsten Kreaturen sind. Aber eigentlich, wenn du jemanden einen Wurm nennst, hebst du sie an. Du bist die Grundlage meines Lebens. Du weißt das nicht, du denkst, sie sind tief. Aber du erkennst sie eigentlich an, dass sie die Grundlage meines Lebens sind. Im 21. Jahrhundert, was ist der Vorteil, erleuchtet zu sein? This happened. This could be my great grandmother. Das geschah. Das könnte meine Uroma sein. Eine 108 Jahre alte Oma wurde gefragt, was ist die größte Sache, 108 zu sein? Sie sagte, keine Gleichaltrigen, kein Druck von Gleichaltrigen. Kein Druck von Gleichaltrigen. Also die Weise, deine Träume zu handhaben. Wenn du nicht lernst, deine Träume wie ein Spiel zu handhaben, leicht. Wenn du identifizierst, wirst in den Träumen, als ob sie die Realität wären. Wie diejenigen überall auf der Welt. Wenn du jetzt in der Mitte der Nacht bist und denkst, dass ich über die Träume spreche, die du in der Nacht hast. Nein, ich spreche über alles. Dein psychologischer und emotionaler Prozess ist ein Traum. Das mag vielleicht ein bisschen nicht so nett zu sein, aber es ist Guru Purnima, es ist mein Tag. Ich kann sagen, was ich will. Hallo? Also, nehmen wir an, du sagst jemanden, du bist in der Schule und sagst, ich liebe dich. Das ist ein Traum. Eigentlich in Indien, wenn du das sagst, werden die Menschen sagen, das ist Moha. Moha heißt, das ist ein Traum, eine Illusion. Weil du es erfindest in deinem Verstand. Jetzt werden deine Emotionen mit dem Gedankenprozess verbunden. Und boom, es wird echter als das ganze Universum. Ja oder nein? Erinnerst du dich an das Mädchen? Hallo? Erinnerst du dich an das Mädchen in der Schule? Sie war echter als der Kosmos, nicht wahr? Das wird Moha genannt. Das bedeutet, dass dein Verstand Illusionen schafft, um dich irgendwo hinzubringen. Es hat seinen eigenen Zweck. Lass mich nicht da reingehen. Die Natur will dich eigentlich bestimmte Dinge machen, weil es seinen eigenen Zweck hat. Es hat so hart gearbeitet. Durch den evolutionären Prozess von einer einzelligen Tier, um so ein komplexes Leben zu schaffen. Es will nicht alle von euch erleuchtet werden und einfach so sitzen und fantastisch werden. Es will, dass du durch den Prozess gehst und durch die Arbeit. Die nächste Schicht der Menschen muss kommen. Also es hat seinen eigenen Zweck. Also auf einmal. In Indien, weißt du, es gibt Namen. Chandramukhi, das heißt, sie ist wie ein Mond. Wenn jemand ein Gesicht wie ein Mond hat, muss sie wirklich. Wie auch immer, spielt keine Rolle. Im Wesentlichen versuchen wir zu sagen, dass sie schöner ist als der Mond. Und sie wird viel schöner aussehen wie der Mond und alles als im Universum. Weil die Natur ihre Weise hat, dich zu handhaben und dich absolut glauben lassen, dass es ist, in dem Moment.
Einige von euch werden früh erleuchtet wegen der anderen Person. Oder manchmal wegen dir selbst, wenn du weise bist. Oder manchmal rennt es für viele Jahre und dann verstehst du, langsam. Oder vielleicht in deinem Todesbett hältst du die Hand von jemandem und denkst, das ist es. Aber du musst verstehen, niemand geht mit dir, nur du gehst. Ich versuche also nicht, die Liebe von jemandem herunterzuspielen. Ihre Streben füreinander, es ist in Ordnung. Aber ich sage, du musst diese Dinge ein bisschen leicht spielen. Nur dann wirst du die notwendige Energie haben, um zu erforschen, was die Quelle, was der Kern deines Lebens ist. Es ist falsch, das und das zu machen, was wir jetzt als Leben ansehen. Es gibt nicht etwas richtig und falsch. Es ist komplett in Ordnung. Du kannst all diese Dinge machen, aber du solltest nicht in deinen Träumen verloren gehen, nicht wahr? Schau, das Problem ist, du magst vielleicht in deinen Träumen verloren gehen. Und das Schlimmste wäre, dass du deinen Weg in den Träumen findest. Wenn du deinen Weg in deinen Träumen findest, bist du richtig verloren, nicht wahr? Das geschah. Das geschah eines Morgens. Eine junge Frau stand auf am Morgen und sagte zu ihrem Ehemann John, weißt du was? Ich hatte einen Traum heute Nacht. Wirklich, Baby? Was war der Traum? Weißt du, in meinem Traum, an meinem Geburtstag, hast du mir eine Perlenkette gegeben. Was denkst du darüber? Er sagte, nun, dein Geburtstag ist übermorgen. Warte einfach, du wirst wissen, was es bedeutet. Dann wartete sie für den Abend, als er zurückkommt. Und er kam mit einer schön verpackten Box. Und er gab er sie. Sie öffnete sie. Alles Geschenkpapier aufgerissen. Und da war ein Buch, die Bedeutung von Träumen. Also, weil es so viel, alle möglichen, weißt du, heute ist es so, ich sehe viele Menschen selbst um mich herum, sehe ich das. Sie wurden alle paranoid über ihre Gesundheit. Sie machen alle medizinische Nachforschungen. Du gibst ihnen irgendeinen Arzt. Sie werden nicht zustimmen, weil sie das und dies im Internet gelesen haben. Wir haben einige Probleme mit den Menschen. Du schickst sie zu dem besten Arzt. Der Arzt sagt, das ist das Problem. Sie sagen, nein, im Internet habe ich das und das gelesen. Ich habe die bizarrste Krankheit, die du nicht verstehst. Also diese Internetärzte, genauso. Es gibt spirituelle Gurus überall. Du spielst das auch ein bisschen, weißt du? Alle von euch spielen das ein bisschen. Denn dieses ganze Jargon, das für Jahrhunderte aufgeht, alle möglichen Terme, jeder benutzt alle möglichen Dinge. Also eine wichtige Sache ist, dass du all die Unreinheiten von deinem Leben entfernen musst. Du musst rein werden. Wie? Nun, die letzten 2 Jahre hast du dich in Alkohol getränkt. In Tennessee hier haben die Menschen das von innen heraus die ganze Zeit gemacht. Aber selbst die Leute, die noch nie Alkohol getrunken haben, haben sich in Alkohol getränkt für die letzten 2 Jahre, wegen der Pandemie oder was auch immer. Also, wie entfernt man all die Unreinheiten und wie wird man rein? Lass los von deiner Hass, von deiner Angst. Bitte probiere es und schau. Wenn du versuchst, für eine Million von Leben,
werden sie nicht weggehen, weil sie nicht da sind. Du erfindest sie. Nach einiger Zeit mag es vielleicht eine Gewohnheit geworden sein. Schau, du kannst es einfach probieren. Die nächsten 3 Tage, alle von euch. Macht einfach. In Ordnung, alle 5 Minuten machst du einfach das. Du wirst sehen, nach dem 4. Tag musst du das nicht mehr tun. Es wird einfach geschehen. Denn der Körper und die Struktur des Verstandes und des Körpers hat seinen Weg zu lernen und ihre eigenen Dinge nach einiger Zeit zu machen. Heutzutage sagen die ganzen Athleten, es ist Muskelerinnerung. Du magst vielleicht ein bisschen Muskeln im Gehirn haben. Das kann geschehen. Ist es zu regnerisch für euch alle? Du müsst sie sehen, wie sie in dem Regen sehen, die wundervollen Menschen, wie sie getränkt werden im Regen. Dann öffnete der Kunde die Karampille, sagte, einer von ihnen war verrottet. Anstelle von dir, es wegzuschmeißen, habe ich es selbst gemacht. Das sind alles Tricks, die noch nie funktioniert haben, aber sie werden weiter benutzt, für immer. Nein, du versuchst nicht. Frei von Wut, frei von Reue, frei von Frustration zu sein. Wenn du das aufleuchtest, wenn du das energisierst, wird es mit einer anderen Qualität überfließen. Die Flut wird alles wegschwimmen, indem du versuchst, dies und das loszuwerden, weil es nicht existiert. Bist du jetzt gerade wütend? Dann wie wirst du es los? Bist du jetzt reuvoll? Dann wie wird man es los? Nicht als der Blitz da war, aber bist du jetzt ängstlich? Dann wie wird man ängstlich? Wie wird man etwas los, das nicht da ist? Welche gewohnheitlichen Erfahrungen du hast, ist, weil du eine gewisse Zeit und Energie rein investiert hast, also geschah es. Wenn du etwas spektakulärer findest, werden all die kleinen Dinge in deinem Leben runterfallen? Das ist alles, was du tun musst. Darüber spreche ich als Bewusstsein. Wenn du das findest, werden all die kleinen Dinge
Von deiner Attraktion zum Essen, Trinken, es ist nicht so, dass du es nicht genießen kannst. Aber sie werden keine große Sache sein. Sie werden dort sein. Aber sobald du etwas findest, was spektakulärer ist, werden all die anderen Dinge einfach wegfallen. Dort sollte also dein Investment sein, dass du es jetzt berührst, in diesem Leben, nicht irgendwann anders. In diesem Leben muss es geschehen. Ich habe versprochen, dass ich einige Fragen nehmen werde, aber wir haben vielleicht 30 Minuten. Lass es uns bitte machen. Die erste Präferenz für die Online-Menschen. Sie werden noch nicht mal nass, sie verfehlen die ganze Szene. Prakash aus Mumbai fragt, wenn ich nichts zu tun habe, was ist die beste Weise, die Zeit umzukriegen? Ich bin froh, dass alle von euch es verstanden haben. Ich wusste nicht, dass Menschen in Mumbai nichts zu tun hatten. Sie sind normalerweise beschäftigte Körper. Nun, du wirst Zeit töten. Nein, die Zeit tötet dich jeden Moment. Es ist die Zeit, die dich tötet. Du tötest nie die Zeit. Jetzt bist du in Mumbai und du kennst die ganze Kontroverse über Kali. Ich weiß, dass die Kontroverse von politischer Natur ist, aber jetzt, dass Kali im Bild ist, lass mich dir sagen, was Kali bedeutet. Kali ist, dass sie Zeit ist. All die Schädel um ihren Nacken. Ich will verstehen, die gegenwärtige Bild von Kali, wütend zu sein und die Königin des Schlachtfelds zu sein und dass sie die Köpfe von Dämonen abhackt. Es ist ungefähr 15 bis 200 Jahre alt. Aber Kali war für Jahrhunderte da. In den letzten 2-3 Jahrhunderten wurde sie eine liebevolle Mutter. Ich glaube, das sind alle externen Einflüsse. Aber im Wesentlichen bedeutet Kali Zeit. Letztendlich wird dein Schädel auch auf ihrer Kette hängen, weil sie Zeit ist. Sie ist Mahakali. Und deswegen tanzt die Zeit immer weg und hält nie an. Du kannst deine Uhr anhalten, aber die Zeit wird nicht anhalten. Nur Amerikaner haben die Gewohnheit, eine Stunde vor- und zurückzustellen, einmal im Jahr. Ansonsten rennt sie die ganze Zeit weiter. Einmal reicht sich in der Zeit. Schau, ich bin kein gewöhnlicher Mann. In der Welt warten sie die ganze Zeit, dass der Guru etwas Weises sagt, aber ich mache nur Witze. Denn das ist die Weisheit des Lebens, dass du nicht so ernst wirst mit deiner Existenz. Blödel ein bisschen herum. Nein, nein, die Jungs verstehen rumblödeln anders. Ich spreche nicht über das, mit dir selbst. Mach einen Narren aus dir selbst, denn du bist ein verdammter Narr. Du sitzt auf diesem kleinen Schlammball, den du Planet Erde nennst, inmitten von nichts. Und wie viele Dinge du denkst über dich selbst und wie bedeutsam du geworden bist, während du nur ein Fleck bist, im Sinne von Raum und Zeit, bist du nur ein Fleck
im Kosmos. Also Kali repräsentiert beides, Zeit und Raum. Das Wort Kala bedeutet Zeit. Kala bedeutet auch nichts oder Leere oder Raum. Es gibt also nur einen Term im Yoga für beides, Zeit und Raum, denn wir sehen sie nicht unterschiedlich. Es ist der moderne Intellekt, der versucht es so zu sehen, weil es Raum gibt, weil es Punkt A und Punkt B gibt, braucht es Zeit, um diese Distanz zu reisen. Warum siehst du es nicht so? Weil es Zeit gibt. Gibt es eine Möglichkeit von Punkt A und Punkt B? Ich sage, du kannst Huhn und Ei Geschäft machen damit. Aber also wir sehen es nicht unterschiedlich. Du kannst weiterhin argumentieren, welches zuerst da ist. Zuerst die Zeit oder zuerst der Raum? Zuerst das Ei oder zuerst das Huhn? Die Weisheit des Lebens ist so. Eines Tages, Shankaran Pillai, es war ein Zusammenkommen aus dem College. Nach 15, 20 Jahren. Also sie gingen alle in ein großes Restaurant, wo all die Freunde, weißt du, wenn sie wieder zusammenkommen, sie müssen laut sprechen. Hallo? Denn innerhalb von 10 Minuten werden die Hälfte von ihnen komplett betrunken sein, damit du deine sogenannten Freunde ankommst, dass ihr euch 15 Jahre nicht gesehen habt, aber ihr seid die besten Freunde. In Ordnung? Also die anderen waren beschäftigt zu trinken und zu reden. Shankaran Pillai, alle möglichen Leute, bestellten alle möglichen Essen. Shankaran Pillai wartete einfach fürs Essen. Shankaran Pillai war nicht interessiert an den Gesprächen, denn er wusste, als sie in der Uni waren, haben sie nur Unsinn gesprochen. Und jetzt reift der Unsinn einfach nur. Ja. Schau. Du hörst an deinen Teenager-Kindern. Du denkst, was für Unsinn reden sie die ganze Zeit. Aber sie hören dir sich deine Unterhaltungen an und denken, das ist dummer Unsinn. Weil sie sehen, dass ihr Unsinn gereift ist. Kein großer Unterschied, die gleiche Sache, das verschiedene Formen annimmt. Also Shankaran Pillai saß da einfach und wartete fürs Essen. Dann kam diese Debatte. Kommt zuerst das Huhn oder zuerst das Ei? Große Argumente, sie kämpften fast darum herum. Dann stupste jemand Shankaran Pillai in die Rippen und sagte, hey, was ist das? Du sitzt einfach nur da. Was denkst du? Kam zuerst das Huhn oder zuerst das Ei? Shankaran Pillai saute so. Was auch immer sie zuerst bestellt haben, wird zuerst kommen. Also, Mr. Prakash, Kali, die Zeit tötet dich. Denke nie, dass du Zeit töten kannst. Was du sagst ist, es gibt nichts, das du um die Zeit machen kannst. Du kannst Zeit nicht benutzen, du kannst Zeit nicht töten. Du kannst von dir selbst nutzen können. Oder du kannst dich selbst töten. Das kannst du tun. Mark aus Kalifornien fragt, Sadhguru, letztes Jahr, bist du für die nordamerikanische Reise gegangen? Dieses Jahr bist du für die Rette den Boden Reise gegangen? Ich habe ein Video gesehen, wo ich gesehen habe, dass Yogis durch die Welt reisen und überall spirituelle Eier legen. Also du auch. Abgesehen von den sozialen Aspekten der Arbeit, machst du auch mystische Aspekte in der Arbeit? Nein, nein, weil gerade jetzt haben wir die Hühner- und Ei-Sache gemacht. Die Menschen denken, Mark spricht über diese Eier. Nein, er spricht nicht über diese Eier. Ein Ei bedeutet heute. Leider, hier in den Vereinigten Staaten, denkst du, es ist Frühstück.
ein Ei bedeutet. Ein potenzieller Vogel, ja oder nein? Es ist einfach wie, nehmen wir an, du gehst in eine kannibalische Gesellschaft. Sie schauen dich an. Oh, dieser Kleine, für Frühstück, der für den Mittagessen und der fürs Abendessen. Hallo? Das bedeutet nicht, dass du zum Frühstück, Mittag und Abendessen gekommen bist. Leider bist du es geworden, wenn du in der falschen Ort bist. Genauso leider für die Vögel, wenn du Ei sagst, ja, denkt jeder ans Frühstück. Gut gemacht. Gekocht. Roh oder... Niemand denkt, ein Ei ist ein möglicher Vogel. Nein, nein, jemand wird streiten. Mark spricht also über andere Eier. Das bedeutet, du investierst. Ei bedeutet im Wesentlichen, es ist gehalten. Es ist ein potenzielles Leben, das gehalten wird in einem Käfig, das nach einer bestimmten Zeit rauskommen wird. Wenn du dir ein Ei anschaust, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass es auf einmal Federn wachsen lässt und fliegen wird. Du kannst dir das nicht vorstellen. Es sieht aerodynamisch aus. Es kann vielleicht wie ein Jet gehen, aber es kann so nicht fliegen. Aber was daraus kommt, wird Federn wachsen lassen und alles wird geschehen. Das nächste Mal, wenn du ein Ei isst, musst du den Vogel sehen. Ja, einen kleinen Vogel, der versucht, aus diesen Flüssigkeiten rauszukommen. Nichts ist daran falsch, du musst die Wirklichkeit sehen. Und dann wirst du mit gewisser Ehrfurcht essen. Jetzt denkst du, es ist einfach nur Essen. Nein, es ist Leben. Leider müssen wir es essen. Also zumindest ein wenig Ehrfurcht. Mark, Kalifornien, weißt du, er spricht nicht über Hühnereier oder irgendwelche Eier. Er spricht über mystische Eier. Das bedeutet, du lässt irgendwo etwas fallen, sodass es irgendwann später in der Zukunft ausbricht. Es gibt viele, viele Orte, wo potenzielle, spirituelle Dinge gefallen sind, weil in ihren eigenen Leben sie nicht genug Menschen finden, die empfänglich sind. Sie lassen es für die Zukunft. Jemand, der die notwendige Qualität hat, wird es benutzen. Indien ist voll mit solchen Orten. Wir haben einige Orte so gefunden in den Vereinigten Staaten. Obwohl zu viele Veränderungen gemacht wurden, aber trotzdem potenziell lebendig. Also jetzt fragt er, habe ich meine Eier gelegt und bin gekommen? Schau. Was auch immer die Natur deiner Existenz, wo auch immer du hingehst, für welchen Zweck auch immer, die Grundlage deiner Existenz wird nicht gehen. Es wird sowieso da sein. Also du wirst sehen. Einige Teile von Nordamerika und einige Teile von Europa und selbst Arabien. Du wirst sehen. Dinge werden sprießen in den nächsten 1-2 Jahren. Dinge werden geschehen, mit Sicherheit. Fragen bitte. Namaskaram, Sadhguru. Wieso ist der Guru assoziiert mit Vollmond? You got it. Du hast es verstanden? Well, for those of you who don't understand, für diejenigen von euch, die nicht verstanden, wieso gibt es keinen Guru Amavasya, Guru Neumond, und die Lichter sind ausgegangen?
Wir haben dir einen Geschmack von Guru Amar Vasya gegeben. Du wirst nichts sehen. Wieso wird der Guru mit dem Vollmond assoziiert? Dieser Purnami, dieser Vollmond, wie ich viele Male gesagt habe, ist der Tag, als Adi Yogi, der ein Yogi war, überredet wurde, ein Guru zu werden. Also entschied sich für einen richtigen Tag, angemessenen Tag. Wenn du draußen sitzen willst, im offenen Himmel, würdest du einen Vollmond oder einen Neumond wählen. Natürlicherweise den Vollmond, das ist nicht der einzige Grund. Es ist auch, wie ich gesagt habe, die Gravitationskraft ist so, dass die Menschen empfänglicher sind an diesem Tag. Amavasya ist die Umkehrung davon. Ist Amavasya schlecht? Nein, es ist sehr gut für bestimmte Zwecke. Aber nicht, um dich draußen sitzen zu lassen und mit dir in offenem Himmel zu sprechen. Dann ist der Vollmond gut. Und vor allem, es ist der erste Vollmond von dem, was wir Sadhanapada nennen, nach der Sommersonnenwende. Das ist der erste Vollmond. Es ist also eine Sommersonnenwende wegen der Umkehrung, der in den Qualitäten des Planeten geschieht. Ein Yogi, reanimiert sich selbst. Selbst dein Körper macht es. Ob du es bemerkst oder nicht, ist die einzige Frage. Aber wenn du in der Sommersonnenwende durchgehst, wird der Körper gestimmte Dinge anpassen, um gut zu gedeihen in den neuen Konditionen, die geschehen. Weil die Art, wie der Planet durch die Sonne und verschiedenen anderen Planeten beeinflusst wird, zweimal im Jahr, was als Sommersonnenwende und Wintersommersonnenwende genannt wird. Und an diesem Tag, wenn er diese Anpassungen macht, bemerkt er auf einmal, dass diese sieben Menschen immer noch nach sehr vielen Jahren warten. Nehmen wir an, ich schließe meine Augen und ich meditiere. Ich bin weg für viele Stunden. Wenn du hier immer noch da bist, wenn ich meine Augen öffne, dann du wirst nicht hier sein. Nein, das ist gut. Selbst da haben nur sieben Menschen gewartet. Wenn er diese Anpassungen in sich machte, kam er raus als dem, was er war, und er sah, dass sie immer noch warteten. An diesem Jahr, der Sommersonnenwende, und der Vollmond war am gleichen Tag, wie es vor ein oder zwei Jahren war. Also entschied er sich. Sie warteten für viele Jahre, ohne dass er ein Wort sagte oder irgendein Interesse für sie zeigte, warteten sie immer noch. Das bedeutet, dass sie realisiert haben, was für eine Möglichkeit da ist. Sie werden nicht gehen, weil sie die Möglichkeit realisiert haben. Sie sind nicht wegen Unterhaltung da. Sie wissen, was auf sie wartet. Also entschied er sich, in Ordnung. Und er wurde zum Guru. Der erste Yogi wurde zum ersten Guru zu dieser Nacht. Es war so ein Vollmond. Und es ist nicht wundervoll. Und auch wie die Tradition sich selbst organisiert. Im Sadhanapada, das heißt von hier anwärts. All die Amavasyas sind wichtig, weil du Sadhana machst. In Kaivalyapada, wo das Erblühen geschehen soll, sind alle Vollmonde wichtig. Es gibt Taipusam, es gibt Buddha Purnami, es gibt Guru Purnami, es gibt viele verschiedene wichtige Purnamis. In dem Teil, der nördliche Lauf der Sonne ist, im südlichen Lauf der Sonne, ist das wichtig. Denn die Sonne ist im falschen Ort. Falsch ist nicht der richtige Wort. Die Sonne ist auf einem anderen Ort. Deswegen, weil der Mond auf der gegenwärtigen Seite ist, das ist wichtig. Du musst dir die Geometrie von dem anschauen, wie das funktioniert. Du wirst sehen, dass es ein gewisser Sinn davon ist und es gibt einen gewissen Wert. Denn so antwortet das Leben.
Nicht nur du, alles Leben antwortet auf diese Weise. Also Vollmond ist nicht nur für den Guru, es ist für das Aufblühen, also Guru Purnima, Buddha Purnima, Danya Purnami. All diese suggerieren Erleuchtung. Buddha Purnami bedeutet der Tag, an dem Buddha erleuchtet wurde. Danya Purnami ist der Tag, an dem viele Weisen erleuchtet wurden oder gegangen sind an dem Tag. Also Purnami wird als Tag des Blühens gesehen. Und Amavasya wird als Tag der harten Arbeit, die du an dir selbst verrichtet, gesehen. Also Guru Amavasya ist nicht da. Das heißt, Guru bedeutet. Gu bedeutet Dunkelheit, Ru bedeutet Vertreiber. Also Vollmond ist besser. Amavasya ist der dunkelste Tag, in Ordnung? Also bitte. Ja, bitte, nimm das Mikrofon. Namaskaram, Sadhguru. Wo bist du? An der linken Seite. Sadhguru. Ich fühle mich sehr nah zu dir. Aber zur gleichen Zeit fühle ich mich manchmal sehr weit weg von dir. Wo lebst du, hä? Wie erhalte ich diese Nähe? Die Distanz kann schmerzhaft sein. Ja, du hast hier Freunde für die Frage. Ich hoffe, dass die Frage jeder verstanden hat, für diejenigen, die weit weg sind. Die Frage ist, ich fühle mich sehr nah zu dir, aber zur gleichen Zeit fühle ich mich sehr weit entfernt von dir. Wie bleibe ich nah dran? Also Nähe und Entfernung sind nicht von der physischen Entfernung, nicht messbare Entfernungen. Schau, gerade jetzt sitze ich hier als Person. Aber du bist hier nicht für die Person. Du musst nicht kommen und diesem Regen sein, um eine Person zu sehen. Es gibt so viele Personen überall. Es gibt also zwei Aspekte an dir selbst. Eins ist dein Wesen, das, was du wirklich bist. Und eine andere ist dein Körper, deine Gedanken, deine Emotionen, deine sozialen Arrangements, verschiedene Accessoires. Wenn du dich in deine Accessoires investierst, fühlst du dich weit weg entfernt, weil ich nirgendwo zu sehen scheine. Aber wenn du einfach sitzt, wie ein Wesen, werde ich genau da sein mit dir. Das steht außer Frage. Weil, wenn es ums Wesen geht, gibt es nicht so etwas wie dieses Wesen und jenes Wesen. Es gibt nur ein Wesen. Es gibt diese Person und diese Person. Es gibt diesen Körper und jenen Körper. Es gibt diesen Verstand und jenen Verstand. Es gibt diesen Unsinn und jenen Unsinn. Aber es gibt nur ein Wesen. Du hast ein wenig eingefangen und du denkst, es ist deins. In dem Moment, in dem du denkst, es ist deins, dann hast du es nicht. Also die Momente, in denen du meditativ bist, die Momente, in denen du Liebe fühlst, die Momente, in denen du sehr freudvoll bist, fühlst du, als ob Sadhguru genau hier wäre. In den Momenten, in denen du scheint Sadhguru in einer anderen Welt zu sein. Wo zur Hölle ist er? Wieso hilft er mir nicht? Ich habe finanzielle Probleme. Nein, nein, nicht immer in Amerika. In Amerika ist es nicht so. Meine Freundin ist betrunken und sie geht weg. Wieso macht Sadhguru nicht etwas? Du musst dich einfach nur zu deinem Wesen hin bewegen.
Ich sage dein Wesen. Du musst mehr zum Wesen werden. Dann wirst du sehen, das Licht und die Führung, die du als Sadhguru bezeichnest, ist jeden Moment deines Lebens da. Du hast in deine Träume investiert. Nun, du weißt, ich bin nicht Teil von deinem Traum. Und ich muss es nicht sein. Deine Träume spielst du. Sobald du dort investiert bist, schaust du in eine andere Richtung. Sobald du in eine andere Richtung schaust, sieht es weit entfernt aus. Schau. Im Moment schaust du hier. Ich bin genau hier. Wenn du dich umdrehst, wo bin ich? Oh, du musst um die Erde gehen und zurückkommen. So weit weg ist es. Also, deine Erfahrung, nah zu sein und weit entfernt zu sein, ist genau das. Wenn du in diese Richtung schaust, bin ich genau hier. Wenn du in die andere Richtung schaust, musst du um den ganzen Planeten gehen. Bitte, halt ein bisschen Geschlechtergleichheit. Die Frauen haben die ganze Zeit das Mikrofon. Namaskaram, Sadhguruji. Ich erinnere die Frauen nur, es ist ein Mikrofon, es ist kein Phone. Sadhguru, mit uns zusammen tanzen? Könnten wir ein Lied singen, das wir alle singen können. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram, Sadhguru. After your 100-day journey through Nach deiner 100-tägigen Reise durch Europa, nach deiner 100-tägigen Reise durch Europa, den Nahen Osten und Indien für Rette den Boden. Was sind deine Pläne für die USA und Kanada? Und wie können die Freunde der Erde hier dich unterstützen? Nein, nein, nein. Wenn du sagst, du bist ein Freund der Erde, wieso sagst du Vereinigte Staaten und Kanada? Du bist ein Freund der Erde, hallo? Ein Freund der Erde bedeutet, irgendwo verstehen wir das, dass es jenseits von Nationalität ist. Also wenn du ein Freund der Erde bist, was spielt es für eine Rolle, wo du bist? Wie ich dir gesagt habe, genau nach diesen paar Wochen bin ich in Südamerika und vielleicht 3 oder 4 Ländern in den Karibien und dann in Europa. All diese Nationen schauen sich an, ernsthaft an, wie sie Rette den Boden ernsthaft vorantreiben können. Und das sind kleine Nationen, die keine großen wissenschaftlichen Fähigkeiten haben. Wir sind also im Prozess, zumindest eine 20 bis 25 Komitee schaffen, die Nationen unterstützen können. Sie haben zumindest angeboten, uns eine Insel zu geben, wo wir das demonstrieren können, wie verschiedene Getreidearten, die wichtig sind für ihre Nation, auf eine regenerative Weise gewachsen können. Wenn ich sage regenerative Weise, dann rede ich nicht über eine fanatische Weise, das zu schauen. Organische Bestandteile zurück in den Boden zu bringen, ist der erste Aspekt. Wenn es dein eigener Garten ist, dann kannst du reden, ich werde keine Chemikalien sprechen. Aber wenn du darüber sprichst, 8 Milliarden Menschen zu ernähren, dann sprichst du nicht so. Du hebst die organischen Bestandteile an, dann wird die Chemienutzung langsam runterkommen. Wenn du es schnell machst, kann es vielleicht 8 bis 10 Jahre dauern. Wenn du es schnell langsam machst, kann es vielleicht bis 25 Jahre dauern. Aber keiner kann es bestreiten. Wenn du die organischen Bestandteile im Boden anhebst, wird die Notwendigkeit für chemikalische Nutzung langsam runtergehen. Wenn wir es ohne Zerstörung
in der Landwirtschaft bringen machen. Nehmen wir an, wir hören auf morgen mit allen Düngemitteln und chemischen Mitteln. Wird die Weltessensproduktion auf 25% runterkommen von dem, was es jetzt ist. Das ist purer Tod. Lass uns nicht darüber unverantwortungsvoll reden. Die notwendigen Unterstützungen müssen gemacht werden, die notwendigen Gesetzgebungen müssen gemacht werden. Ich spreche mit Industrien, Unternehmen, mit verschiedenen Menschen, um zu sehen, dass wir diese kleinen Nationen kompensieren können. Wir wollen eine Nation in den Karibien, eine in Afrika und einen Staat in Indien reden, in verschiedenen Ländern, Breitengraden und verschiedenen Bodenarten und demonstrieren, dass es effektiv machen werden kann in 3 bis 4 Jahren. Wenn sie von sich selbst an sich bewegen, wäre es großartig. Ansonsten wollen wir private Unterstützungen reinbringen, dass zumindest 50% gegeben wird, wie die Landwirte brauchen. Die anderen 50% können wir von den Regierungen verlangen. Ansonsten will das jeder machen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich die Welt in diese Richtung bewegen wird, den Boden zu retten. Aber die Frage ist nur, ob es heute passieren wird oder morgen. Morgen wäre ein Desaster. Das ist das Problem von uns. Wir umgehen nicht Desaster. Wir warten, bis sie geschehen. Und dann weinen wir, dann machen wir Filme darüber. Wir machen ein Drama darüber. Nein, wir müssen dieses Desaster umgehen. Also wenn es geschehen muss, muss es in der Zeit geschehen. Wir schauen es uns an. Wenn irgendwer von euch kompetent genug ist, das zu machen. Wir brauchen ein starkes Team von Menschen, die reisen können, die Dinge machen können, um das geschehen zu machen in verschiedenen Reisenden. Ich kann nicht die ganze Zeit in Regierungen geben, aber die AG20 geht nach Indien von Dezember für ein Jahr. Wir sind offiziell in Meetings engagiert. Aus den 130 Meetings sind wir mindestens 25 bis 30 Meetings Teil davon, offiziell. Wir werden das in diesem G20 angehen. Aber all das braucht Unterstützung. Wir haben Projekte, die herankommen. Wir haben spirituelle Prozesse. Wir steigern die Programme, die in den Covid-Programmzeit. Es gibt spirituelle Infrastruktur. In all dem ist der Boden eine wichtige Sache. Viele von euch, die notwendige Kompetenz haben, oder wir können euch trainieren. Wir brauchen zumindest ein Team von 50 bis 100 starken Menschen auf der Welt. Wenn alle von ihnen aus Nordamerika kommen, wenn wir 100 Menschen haben, die bereit sind, zumindest 3 bis 4 Stunden am Tag zu engagieren. Und wenn sie reisen müssen, müssen sie reisen. Wir werden uns um die Reisen kümmern, aber wir können euch kein Gehalt geben. Zumindest 4 Stunden am Tag, wenn ihr euch engagiert. Dann können wir es geschehen machen. Auf den Boden geschehen machen. Aber ich brauche diese Menschen. All diese, kommen sie oder kommen sie nicht? Oder sind es nur Katzen, die fliehen werden? Weißt du, die Katzen, die hören nie zu. Wenn du zumindest Wuff Wuff sagen würdest, dann würde ich euch glauben. Sorry. Ladies first, I guess. Namaskaram Sadhguru, my name is Durgesh Nandini. Namaskaram Sadhguru. I have a question. Mein Name ist Durgesh Nandini. Ich habe eine Frage. Es gibt bestimmte Rituale, die in der indischen Kultur wichtig sind, wenn ein Kind geboren wird. Wir nennen ihn mit einem bestimmten Buchstaben. Nach dem 6. Tag, wir sagen, dass seine Reise oder seine Bestimmung geschrieben wird. And how does his name and that particular day's puja impacts his journey? Because when I take my name as Durgesh Nandini, it empowers me. And I want to know the reality of it. Steigert es seine
Bestimmung. Nun, in Indien gibt es Rituale und Prozesse. Leider wurden alle nur Rituale. Aber wenn du sie dir genau anschaust, gibt es eine gewisse Tiefgründigkeit, in den meisten von ihnen zumindest. Wenn das Ritual anfängt mit der Heirat, für die Kindesgebung, für die bestimmten Stufen der Schwangerschaft, für verschiedene Tage, wenn das Kind von der Brust gefüttert wird, wenn das Kind festes Essen isst, gibt es ein Ritual. Wenn das Kind seine Bildung anfängt, gibt es ein Ritual. Weil das menschliche Kind ungeformt gekommen ist. Du bist nicht wie alle anderen Kreaturen gekommen. Alle Kreaturen kommen aus dem Mutterleib raus und in 3-4 Tagen rennen sie herum. Aber ein menschliches Kind kommt zum größten Teil ungeformt. Wenn du es nicht richtig formst, wird dieses Leben nicht viel werden. Formen heißt nicht nur, indem du es nährst, Nährung, in verschiedenen Weisen. Wenn wir das in einer gewissen Gesellschaft geben, wenn wir viele großartige Wesen in der Welt schaffen, aber es braucht dieses Engagement und zum neuen Leben. Deswegen sage ich das zu den jungen Müttern. Wenn du etwas anderes machen willst, mache das. Gerade brauchen wir nicht noch mehr Menschen. Du brauchst keine Kinder zu geben, außer du bist bereit, dein Leben da rein zu investieren. Für zumindest 18, 20 Jahre. Wenn das nicht möglich ist, wieso? Denn wenn du kein Leben schaffen kannst, das besser ist als du, solltest du es nicht machen. Hallo? Auf irgendeine Weise, zumindest die nächste Generation, sollte dir einen Schritt voraus sein. Wenn du das nicht machen kannst, dann ist es nicht nur in der Biologie. Es ist in der Art, wie du das Kind formst. Form heißt nicht, ihm Morale, Werte und Ethiken zu geben. Nein, energetisch kannst du das Kind für eine größere Möglichkeit formen. Dafür sind die Rituale da. Gerade werden einige von ihnen im Devi-Tempel in Indien geschaffen. Wir können es auch hier hinbringen. Aber wir müssen Menschen trainieren. Ich will sie fangen. Denn das braucht eine sehr engagiertes Handhabung, um euch zu trainieren. Für Rituale der Geburt, Rituale des Lebens und Rituale des Todes. Aber wo sind diese Menschen? Sie werden herumrennen und dann sind sie weg, weil es ein gewisses Investment von Energie gibt und Zeit, um das geschehen zu machen. Ich sage dir, Katzen sind nicht verlässlich zu jeder Zeit. Werden sie weggehen. Zu diesen Hunden werde ich mehr vertrauen. Also, wenn du einer von ihnen bist, mach das bitte. Irgendwann nächstes Jahr könnten wir einen Trainingsprozess machen, dass es hier gemacht werden kann. Wir können euch auch helfen, Schreine zu schaffen, wo auch immer ihr seid, und auch dort zu machen, wo auch immer ihr seid, weil nicht jeder hierher reisen kann. Es kann überall gemacht haben. Aber wir wollen absolute Integrität. Das ist ein Problem mit dem Ritual. Sobald du fähig bist, das Leben von jemandem zu beeinflussen, dann brauchst du eine gewisse Integrität, sonst wird es Ausbeutung werden, denn das ist traditionell geschehen. Rituale waren so korrupt. Alles wurde kommerziell und auf eine gewisse Weise. Deswegen schmissen sie das Baby mit dem Badewasser raus. Und die haben auch die Rituale weggeschmissen. Wir hätten die Korruption aus den Ritualen geschmissen haben und nicht die Rituale. Wir müssen es wieder zurückbringen. Wenn mir zeigt, dass du die Integrität hast, selbst wenn ich dir ein Werkzeug gebe, dass du das Leben und den Tod von der Person vor dir entscheiden kannst. Wenn du das niemals misshandeln wirst, dann können wir es machen.
Menschen, weißt du? Die europäischen Menschen sind einfach für den Satsang aufgewacht und wollen zurück zu schlafen gehen. Die indischen Leute sind einfach nur aufgewacht. Ihr seid in Ordnung? Wenn ich da hingehe, könnt ihr mich einfangen auf der Kamera? Wir wollen nicht, dass du krank wirst. Also diejenigen von euch, die online sind, wir werden den Prozess vorangehen. Aber wir werden es offiziell enden. Also wenn du aussteigen willst, kannst du es machen. Shambho, Shambho.
Shambha, 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 Shambha
Shambho, 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 Shambho. Amen. There are certain things you will know only by plunging in. If you just breathe this energy which is all over the place, even the physical process of life could be reversed in many ways. We're only talking about moving from the mundane to the mystical, from the logical to the magical. It will hasten one's journey towards consciousness.